So, wir haben uns einmal das Freikörperbild von den Stäben oben angeguckt. Die Lasten können wir umdrehen, sodass wir im Prinzip die 12,5 und die 37,5 haben. Und hier noch eine Last 25 und hier noch eine Last 25. Einheit ist Kilonewton. Die Streckenlast in der Mitte ist 5 Kilonewtonmeter. Dann haben wir eine Länge L. Diese Länge L sind gerade 12 Meter. Und wir haben eine Höhe H. Die Höhe H sind 8 Meter. Wir haben uns überzeugt, dass EA gleich 5000 ein Dimensionsfehler sein muss. Wir rechnen mit EA gleich 5 Millionen. Und damit können wir jetzt Folgendes machen. Wir können erstmal eine M0-Fläche zeichnen. Diese M0-Fläche sieht dann eben wie folgt aus. Ich bekomme erstmal, wenn ich die 12,5 mal nehme mit der 12, dann bekomme ich dort raus eine 150. Also nochmal, das ist jetzt die Kraft 12,5 mit dem Hebel 12 und gibt ein Dreieck von 150. Dann kann ich sagen, dass die Streckenlast insgesamt eine resultierende von 60 hat. Die 60 hat einen Hebel von L halbe 6 Meter und das gibt eine Parabel von 360. Das ist also die Parabel 360. Wenn ich das Ganze umdrehe, dann habe ich hier insgesamt eine 510 und damit steht meine M0-Fläche. Die M0-Fläche besteht also aus einem Rechteck mit 510 und einem Dreieck und einer Parabel mit 150 und 360. Um die Verformung am rechten Ende zu bekommen, müssen wir das überlagern mit einer M1-Fläche. Das ist also die M0-Fläche. Und die M1-Fläche sieht dann so aus, dass wir hier den Wert L haben, also 12. Und damit geht das dann hier runter mit einem Rechteck, das natürlich auch die 12 hat. Das ist jetzt die M1-Fläche. Und jetzt überlagern wir die Momente. Das W, ich nenne es W1, ist also aus den Momenten. Dreieck mit Dreieck gibt ein Drittel. Das mal 150. Parabel x² mal Dreieck x integriert, also multipliziert x hoch 3, integriert x hoch 4 Viertel, gibt also den Tafelwert 1 Viertel. Dann haben wir den Wert 360. Der andere Wert ist 12, die Länge ist 12 und einmal fürs Rechteck mit der Ordinate 510. Das andere hat die Ordinate 12 und die Höhe ist 8. Das Ganze wird geteilt durch EI und damit bekommen wir raus 691,2 mm. Ja, jetzt kann ich W2 ausrechnen. Das kommt aus der Normalkraft. Wenn ich die Normalkraftfläche zeichnen soll, dann sieht die Normalkraftfläche für den Teil, der uns interessiert, ja wie folgt aus. Wir haben einfach die 60 plus die 50. Gibt die 110. Das hier ist also 110. Ja, und im anderen Teil haben wir eine Normalkraft von plus 25. Das wäre die M0-Fläche, die N0-Fläche. Und die müsste ich jetzt überlagern mit einer N1-Fläche. Und die N1-Fläche sieht natürlich so aus. Das wäre also eine 1. Und damit bekommen wir raus Rechteck mit Rechteck. Der eine Wert sind die 110. Also die Gesamtlast auf dem Teil. Das andere ist die Probelast 1. Die Höhe ist 8 Meter. Das teilen wir durch EA. Und damit bekommen wir raus
0,176 mm. Jetzt gibt es noch ein W3, das ist ganz interessant. Und zwar die Stütze, die ist ja so. Und wenn wir uns jetzt ein kleines Balkenelement angucken, dann dreht sich das und hat vorher die Höhe dx. Nachher hat es die Höhe dx mal Cosinus von Phi. Und wenn wir das ansetzen, dann können wir also sagen, dx mal 1 minus Cosinus Phi ist die Höhendifferenz durch die Schrägstellung. Wenn ich jetzt sage, dass der Cosinus Phi 1 minus Phi Quadrat halbe plus 4 hoch 4 durch 4 Fakultät und so weiter ist, und dass ich das hier kippen kann, dann kann ich sagen, das ist ungefähr dx mal Phi Quadrat halbe. Und das Phi ist ungefähr gleich Sinus Phi gleich Tangens Phi und auf gut Deutsch W'. Tangens Phi ist also W'. Ja, und den W' können wir uns ausrechnen, wenn ich das Moment gleich 510 kN/m definiere. Dann kann ich ja sagen, W2' ist negativ, so ist erstmal minus m durch EI. Und das Moment ist negativ und die negativen Vorzeichen heben sich weg. Und dann kann ich sagen, das W' ist gerade gleich m durch EI mal x. So, und dann kann ich die Höhenänderung ausrechnen. Das ist das Integral von 0 bis h. W'² halbe dx. Das liegt also daran, dass sich die einzelnen Elemente schräg stellen, dass dieses Element hier eine höhere Höhe hat als dieses Element hier. Und wie gesagt, diese Höhenänderung, die ist gerade W'² halbe dx. Ist auch allgemein bekannt, der Term ist also nicht eine Neuentwicklung von mir, sondern das ist etwas, was man kennt. So, dann integrieren wir das jetzt. Das ist also das Integral von 0 bis h. Dann haben wir hier m², dann haben wir hier ei², dann haben wir die 2. Und jetzt muss ich noch das x nehmen, also x², gibt x hoch 3, ist erstmal x² hingeschrieben. So, und dx, das ist jetzt also w' eingesetzt, m eingesetzt, ei eingesetzt, x eingesetzt, alles quadriert und durch 2 geteilt. Und dann wird aus x² x hoch 3 Drittel und wir halten m² durch ei². Die 3 geht runter, gibt eine 6 und x² x hoch 3 Drittel, also h hoch 3. So, und damit bekommen wir raus, wenn wir das ausrechnen, bekommen wir raus 2,2195 mm. So, wenn ich den mal W3 nenne, den aus der Normalkraft W2 und den aus der Biegung W1, dann haben wir jetzt also folgende Werte. Wir haben W1, W2 und W3 und die können wir jetzt insgesamt aufaddieren. Der W3, also wie gesagt, sind die 2,22 mm. Und damit haben wir W rechts ist gerade gleich W1 plus W2 plus W3. Und auf der rechten Seite haben wir damit 693,6 mm. Und auf der linken Seite hätten wir also W2 plus W3 und das wäre W links, das wäre 2,396 mm, also lächerlich wenig. Was fehlt dabei, ist die Querkraftverformung. Also auf der rechten Seite bekämen wir noch einen weiteren Anteil dazu. Und weil wir über G und A keine Angaben haben, können wir den schlecht ermitteln. So, jetzt können wir uns nochmal angucken, wo die Formel herkommt, die wir hier brauchen. Wir können also sagen, das sind die Omega-Zahlen
Und bei Streckenlast haben wir also da stehen, W von x ist gleich W rechts mal Xi plus W links mal Xi Strich plus QL hoch 4 durch 24 EI mal Xi minus 2 Xi hoch 3 plus Xi hoch 4. Wo die Formel herkommt, können wir uns auch gleich nochmal angucken. Und jetzt kann ich eben für Xi die Werte einsetzen, 0,25, 0,5 und 0,75. Dann bekomme ich für Xi' 0,75, 0,5 und 0,25. Und damit erhalte ich dann die Werte. Also erstmal wie links, hatten wir ja schon stehen. Das war dann 2,4 mm. Jetzt kommt hier 1, hier 2 und hier 3. W1 sind dann also 175 mm. W2 sind 3, 4, 8 mm. Und W3 sind 521 mm. Dann haben wir nachher W rechts und das W rechts waren 694 mm. Und das wäre dann die Spiegellinie im oberen Teil in den Viertelspunkten, die ich dann also hier ungefähr mit 0. Dann haben wir hier eben die 694, die 521. Schlecht gemacht. Mache ich noch ein bisschen länger. Ist ja nicht. So, dann haben wir hier also die 694. Dann haben wir hier die 521. Dann haben wir hier die 348. Dann haben wir hier die 175. Und der andere Wert 2,4 ist praktisch 0. Sodass ich im Prinzip das hier jetzt als die Biegellinie gibt. Ja, die Krümmung kann man aus der Momentenfläche sehen. Wir haben also rundweg eine solche Krümmung. Die Krümmung wird aber immer kleiner und zum Ende kann ich sagen, ist das Ding praktisch gerade. Wenn ich das Ding also mit dem Kurvenlineal zeichne, habe ich hier eine Krümmung drin und hier ganz am Ende ist er genau gerade. Ja, das wäre jetzt also das, was zu berücksichtigen wäre. Wir können uns nochmal angucken, wo dieser Teil hierher kommt. Der kommt im Prinzip daher, wenn ich eine Streckenlast nehme und diese Streckenlast so aussieht, dann kann ich eben im Prinzip sagen, ich habe hier eine Last Q mal L halbe, dann kann ich sagen, Q von x ist gleich Q. Q von x ist gleich Q L halbe minus Q mal x. M von x ist gleich QL halbe mal x minus QX Quadrat halbe. W2 gestrichen ist dann gerade gleich. Muss ich die Vorzeichen ändern und durch EI teilen. Nehmen wir zum Beispiel das Q durch 2 EI raus. Dann haben wir hier X Quadrat minus LX. Dann haben wir W' ist gleich Q durch 2 EI. Dann haben wir hier x hoch 3 Drittel minus L x Quadrat halbe plus C1 und W ist gleich Q 2 EI x hoch 4 Zwölftel minus L x hoch 3 Sechstel plus C1 x plus C2. Wir haben die Randbedingung W an der Stelle 0 gleich 0, C2 gleich 0 und W an der Stelle L gleich 0. Daraus folgt, C1 ist gerade L hoch 3 Sechstel, Zwölftel. Ein Sechstel minus ein Zwölftel gibt ein Zwölftel. Und dann bekommen wir eben raus, wenn ich die 12 noch nach vorne hole, W ist gleich Q dividiert durch 24 EI mal X hoch 4 durch L hoch 4 minus X hoch 3 mal 2
durch L hoch 3 plus x durch L. Ja, das wäre es dann. Und das nenne ich dann noch Xi. Dann habe ich, hab ich hier mein Xi. Dann habe ich hier minus 2 Xi hoch 3 und hier das Xi hoch 4. Reihenfolge umgedreht. Und dann natürlich wie rechts mal Xi und wie links mal Xi Strich dazu für die Gesamtschrägstellung. Und dann kann ich die Viertelspunkte ausintegrieren. Ja, damit wäre die Aufgabe zu Ende. Und wie gesagt, wer die Absicht hat, Normalkräfte zu überlagern, der darf die Querkräfte normalerweise nicht außer Acht lassen. Und wenn ich jetzt eben noch die Querkräfte überlagern wollte, könnten wir das wie folgt machen. Wir haben jetzt also zum Beispiel einen Kreis zur Verfügung stehen. Und dann könnte ich sagen, wenn ich Stahl habe, E ist gleich 21.000 Kilonewton pro Zentimeter Quadrat. Schubmodul ist 8.100 Kilonewton pro Zentimeter Quadrat. Die Fläche ist gerade 2 Pi R mal T. Für R hatten wir, glaube ich, ungefähr, was hatten wir da raus? Das hatte ich jetzt aus dem anderen Video nicht mehr ganz im Kopf. Kann ich nochmal gerade nachgucken, was wir da hatten. Da hatten wir Innenradius, Außenradius, genau. Da hatten wir also R2 und R1 raus. Keine Ahnung, das waren 19,5 war also, R war ungefähr 19,5 und T war 2 Millimeter, Millimeter. Da hatten wir gesagt, kommen die Querschnittswerte her. Dann kann ich also mit einer Fläche rechnen von 2 mal Pi mal 19,5 mal 2. Die Fläche wäre dann ungefähr 245 Millimeter Quadrat, also über den Daumen gepeilt. Das jetzt mit 8100 mal genommen, das wäre dann das GA. Das GA. Und das, da müsste ich eben noch berücksichtigen, dass ich nur die Hälfte der Fläche nehmen kann. Das ist eine komplizierte Integrationsaufgabe. Ich müsste also hier dieses Teil noch durch einen Faktor n teilen. Dieser Faktor n ist 2 und der hängt davon ab, dass diese Teile hier zwar die Querkraft tragen, die Teile oben, die kann man aber weglassen. Wir müssten das Ganze also noch durch 2 teilen. Und dann könnte ich sagen, das GA ist dann ungefähr gleich 992429. Ja, so, das hat natürlich keinen Sinn, das so genau auszurechnen. Wir wissen ja nicht mal, welchen Querschnitt wir haben. Wir können also sagen, ungefähr 1 Million Kilonewton ist das GA. Und damit könnte ich dann die Schubkräfte überlagern. Wir stellen also fest, wir haben jetzt für EA haben wir 5 Millionen Kilonewton und für GA haben wir 1 Million Kilonewton. Das liegt daran, weil das G erstmal E Drittel ist und weil ich nur einen Teil der Fläche benutzen kann. Ja, deswegen wird das ein bisschen kleiner. Ja, und damit könnte ich dann eine Querkraftüberlagerung machen und dann könnte ich eben noch einen Teil ausrechnen, der da drauf kommt. Der würde also auf der rechten Seite das WR noch ein bisschen vergrößern.